So, in der Runde wollen wir diskutieren und auf Pigeonhole habe ich hingewiesen. Ich hoffe, Sie beteiligen sich gleich sehr aktiv. Und dann würde ich gerne mit Herrn Sonntag mal beginnen. Wenn Sie jetzt zurückdenken an das, was Sie hinter sich haben, gab es so einen Moment, wo Ihnen das Herz mal so richtig in die Hose gerutscht ist? So einen Moment, wo Sie dachten, oh Gott, auf was habe ich mich hier eingelassen? Es gab mehrere Momente. Also es gab mehrere Momente. Oh je. Die richtige Antwort gewesen, nein, keinen. Der erste Moment war, um es auszudrücken, war, wo wir dann realisiert haben, wie viele von der Hochschulforum Digitalisierung zu uns kommen. Dementsprechend haben wir das dann intern verkündet und auf einmal war es, das hatte ja auch was Positives, auf einmal war es für alle ganz wichtig. Wenn ganz viele Experten kommen, dann scheint das ja ein ganz wichtiges Thema zu sein. Also somit das Herz in die Hose gerutscht, ja. Im zweiten Schritt dann aber hat es ganz viele Kollegen bewegt, dann aktiv teilzunehmen. In dem Sinne. Das zweite Herz in die Hose gerutscht war wirklich die ganze Koordination während eines Semesterbetriebs von Studiendekanen, Dekanen zu koordinieren, dass alle zur richtigen Zeit vor Ort sind. Also das ist eine, also wenn man das hinkriegt, kriegt man auch Digitalisierung hin. Also so 3 Workshop, 4 Workshop-Räume parallel mit unterschiedlichen Akteuren während des normalen Semesterbetriebs hinzubekommen, das waren die. Aber inhaltlich, um es erstmal darauf, nein, es war eher nur das Organisatorische, wo man dann mal kurz geschluckt hat, aber sich danach gefreut hat. Jetzt gucke ich mal zu Ihnen. Sie stehen ja, das habe ich jetzt wieder erinnert, Sie stehen noch davor. Aber hatten Sie jetzt auch schon so einen Moment, wo Sie gedacht haben, oh je, auf was habe ich mich da eingelassen? Also was war so bisher das schlimmste Erlebnis? Wir kommen dann auch noch zu den guten. Aber was hat es... Schlimm würde ich gar nicht sagen. Das Interesse ist sehr hoch. Aber da knüpfe ich an das, was Kollege Sonntag sagt, an. Es ist schwierig, die Leute alle unter einen Hut zu bekommen, alle zusammenzubringen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite möchte aber auch jeder mitreden. Also nicht nur Kollegen aus dem Bereich, also Studium und Lehre, Forschung, sondern auch die unterstützenden Einheiten. Keiner will vergessen werden. Was aus unserer Sicht sehr positiv ist, aber was das Organisatorische schwierig macht. Inhaltlich wird das wahrscheinlich noch auf uns zukommen. Oder es ist schön zu sehen, erstmal, dass das Interesse da ist, dass von außen Impulse gesetzt werden und dass wir auf diesem Weg auch es schaffen werden, hoffentlich noch Leute mitzunehmen, die bisher etwas skeptisch der Digitalisierung entgegenstehen. Ich habe mich gerade an meinen schlimmsten Moment erinnert, aber den halte ich noch einen Moment zurück. Frau Ghetto wollen wir natürlich wieder als Expertin für die nächste Runde dabei haben. Deswegen frage ich Sie was Nettes. Woran erinnern Sie sich gerne zurück? Das motiviert Sie vielleicht eher, dann nochmal dabei zu sein. Ja, ich habe jetzt, während Sie gefragt haben, habe ich die ganze Zeit gedacht, jetzt fragt er mich das bestimmt auch gleich, was der schlimmste Moment war. Darauf wäre ich jetzt vorbereitet gewesen. Das spiegelt ein sehr realistisches Bild des Moderationsprozesses wieder, aber gut. Also sagen wir mal so, was ich als große Verantwortung in der Rolle als Peer dort empfunden habe und was vielleicht auch etwas war, wo ich mich sehr genau mit auseinandergesetzt habe im Vorfeld, von daher auch kein schlimmer Moment und deswegen auch ein positiver Moment eigentlich in die Zukunft gesehen, war einfach auch der Moment, also die Hochschulen, die man besucht, die Uni Stuttgart in unserem Fall, die macht ja richtig auf. Die bereiten das vor. Sie haben, Herr Sonntag hat ja auch gerade aus seiner Perspektive nochmal gesagt, was das eigentlich heißt, die Menschen an dem Tag für das Thema in diese Räume zu bekommen. Die schreiben diesen Selbstbericht. Also es ist schon einfach sehr, sehr, sehr viel, was da offenbart wird und dann eben dem auch gerecht zu werden und das auch irgendwie sensibel zu behandeln. Einerseits natürlich als Peer ist man auch gefragt, einfach seine Erfahrungen zu kommunizieren und aus seinen Erfahrungen zu berichten. Und man will ja auch irgendwie eine gewisse Übertragbarkeit für die anderen haben. Also das, was jetzt in Duisburg-Essen funktioniert hat, funktioniert unter Umständen in Stuttgart ja nicht. Und das ist mir schon auch klar. Und das irgendwie immer sozusagen dem immer gerecht zu werden und das zu reflektieren, das fand ich einerseits, wie gesagt, eine große Herausforderung, eine große Verantwortung und gleichzeitig auch etwas, was mir sehr viel selber gegeben hat oder wo ich auch gerne dran zurückdenke, wo ich viel mitgenommen habe.
Ja, also das kann ich nur teilen. Diesem Druck, den man dann auch als Beratungskommission ausgesetzt wird, dass, also psychologischem Druck, ja, so viel Arbeit ist da reingeflossen, oh je, können wir in anderthalb Tagen dem auch irgendwie was zur Seite stellen, dass aus dieser vielen Arbeit dann auch ein Mehrwert für die Hochschule entsteht. Herr Meyer-Guckel, Sie waren jetzt eben auch Moderator, genau wie ich. Was ist bei Ihnen im Positiven noch so hängen geblieben, wo Sie gesagt haben, deswegen mache ich das nochmal? Ich muss jetzt aufpassen, weil jetzt Vertreter der TU Braunschweig hier sind, dass man nicht zu sehr auf dem Nähkästchen plaudert, weil ja der Bezugsrahmen klar ist. Aber ich erinnere mich daran, dass wir in einer Diskussionsphase waren, wo, sagen wir mal, Skepsis zunächst mal in den Gesichtern stand, aber auch eine gewisse Ratlosigkeit. Also oft kam die Frage, ich würde ja gern was machen, wenn ich weiß, was und wozu. Und so verlief der Vormittag und irgendwann stieß die Präsidentin dazu und sagte, ich freue mich so auf diese beiden Tage, weil es macht ja Spaß, sich mit Neuen zu beschäftigen und deshalb sind wir dabei. Also ein ganz einfacher Satz mit einem Enthusiasmus ausgesprochen. Und plötzlich war diesem einen Satz, waren die Gesichtsausdrücke irgendwie verändert. Ja? Weil ja irgendwie jeder Forscher irgendwie mit dem Begriff des Neuen und des Explorierens was anfangen kann. Und das hat sie irgendwie ganz geschickt genutzt, um zu sagen, Mensch, Leute, denkt doch mal darüber nach, was es uns nutzen kann, was es uns vielleicht auch erleichtern kann. Und plötzlich hat die ganze Diskussion einen anderen Turn bekommen. Das war ein schöner Moment. Jetzt darf ich ja nur moderieren, aber ich verlasse jetzt kurz die Rolle des Moderators. Ich erinnere mich nämlich auch an so einen Schreckensmoment. Ich weiß nicht, Frau Ghetto, ob es Ihnen auch so geht. Wir haben so einen ganz strukturierten Prozess gehabt und haben also von der Digitalisierungsstrategie der Hochschule und was sie tut, das alles sauber abgeleitet und haben dann ungefähr nach einem Tag, wo wir dann nur noch einen Vierteltag hatten, festgestellt, dass die Herausforderungen, die die Hochschule für sich definierte, die sie eigentlich lösen wollte, mit der Digitalisierungsstrategie, die sie aufgesetzt hatten, wenig zu tun hatte. Und dann standen wir irgendwie relativ kurz vor dem Ende dieses Prozesses und mussten diese beiden Ecken, ja, also die Herausforderungen, die sie benannten, mit den Dingen, die sie taten, noch übereinbekommen und haben dann eine kurze Auszeit genommen, den Prozess nochmal so ein Stück aufgesetzt, einen kurzen Brainstorm gemacht und dann wieder auf den Weg gesetzt. Aber insofern, gute Vorbereitung hilft nicht immer. Ja, es gibt auch in solchen Prozessen Kehrtwendungen, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Gucken wir mal auf den Prozess an sich und ich würde da jetzt mal bei Herrn Meyer-Guckel starten. Sie haben jetzt ja nicht nur diesen Strategieprozess an Hochschulen mitgemacht. Sie haben zur Internationalisierung, Sie haben zur, ich weiß nicht was, überall Strategieprozesse an Hochschulen begleitet. Gibt es Charakteristika, wo Sie sagen, wenn es um Digitalität, um Digitalisierungsstrategie geht, da ist etwas anders als in dem, was Sie vorher gemacht hatten? Etwas, was es zu bedenken gilt, sozusagen, wenn ich so einen Prozess jetzt aufsetze? Ja und nein. Also wir haben ja unser Papier unterschrieben mit der These, keine Strategie wie jeder andere. Das ist aber ja auch nicht unumstritten, das ist ja so ein Konsenspapier. Also ich würde fast sagen, viele Elemente sind Elemente einer Strategie wie jeder andere, aber auch andere nicht. Wenn ich das jetzt mit anderen Strategien vergleiche, die wir, wie gesagt, mal bei Diversity oder Transfer Audits in den Hochschulen begleitet haben, dann ist erstmal festzustellen, die Strategiefähigkeit einer Hochschule wächst insgesamt. Also da haben natürlich auch andere Entwicklungen beigetragen, Exzellenzstrategie. Zweitens, Strategie passiert immer dann, wenn Aussicht auf Erfolg irgendwo als Möhre hängt. Also wenn irgendwie Geld in Sicht ist, dann plötzlich setzt man sich zusammen. Das ist ja bei der Digitalisierung noch nicht in Sicht. Insofern ist es schon mal was anderes. Und es ist insofern auch was anderes, weil natürlich eine Digitalstrategie, wir haben das jetzt verschiedentlich gehört, eine Digitalstrategie gibt es ja nicht im eigentlichen Sinne, sondern es gibt eine Strategie, um zum Beispiel Curricula zu erneuern, um zum Beispiel die Passfähigkeit zwischen Schule und Hochschule besser zu gestalten, um unter Internationalisierung zu fördern und, um vielleicht das Weiterbildungsangebot einer Hochschule dadurch mit Impulsen zu versetzen. Das sind alles eigentlich Profilbildungsstrategien in anderen Feldern, wo Digitalisierung eine Rolle spielt. Insofern muss man sich fragen, ob nicht eine Digitalisierungsstrategie irgendwann runtergebrochen werden muss und vielleicht sogar dezentralisiert werden muss in andere Profilbildungsdebatten. Ja?
Das ist nicht einfach, weil wenn Sie das nämlich wieder delegieren, nach dem Motto, wir wollen uns ja eigentlich mit Internationalisierung beschäftigen, da stecken wir jetzt mal 3 Digitalexperten rein, ja, dann droht das da auch wieder nur ein Teilthema zu werden und die vielen anderen Bereiche, die es auch betrifft, wieder ausgeblendet zu werden. Also dieses Spiel zwischen Zentralität, dieses Gedankens, wie nutzt uns Digitalität, und Dezentralität, eigentlich wollen wir uns mit anderen Dingen beschäftigen, das ist irgendwie ausgewogen zu gestalten. Darf ich da gerade auch nochmal hier eine Frage von Ihnen mit reinnehmen? Und zwar, braucht es überhaupt eine Digitalisierungsstrategie? Müsste Digitalisierung nicht essentieller Bestandteil aller Hochschulstrategien sein? Und vielleicht mal mit Ihnen beiden beginnen. Also Frau Emes zuckt mehr als Herr Sonntag, der kann sich noch kurz vorbereiten. Ja, ist das bei Ihnen, digital ist normal, ein, in Ihrer Planung sozusagen einfach ein Normalelement in jeder Strategie, oder damit es schneller vorangeht, schieben Sie sozusagen eine extra Digitalisierungsstrategie oben drüber? Nee, eher Ersteres. Also Digitalität sollte normal sein. Ich schätze auch mal, dass wir in 5 Jahren oder vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr darüber sprechen, wie sieht eine Digitalstrategie aus. Denn unser ganzes Leben ist digital, und das ist auch der Ansatz, den wir in der Bauhaus-Universität jetzt anwenden, dass wir zwar Leitlinien zur Digitalität haben, aber unsere existierende Lehrstrategie, die verschiedene Handlungsfelder hat, auf digitale Potenziale herunterbrechen. Denn wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Strategien in der Universität. Wir haben eine Internationalisierungsstrategie, wir haben eine Transferstrategie, eine Forschungsförderstrategie und so weiter und so weiter. Digitalität sollte doch in all diesen Strategien mitgedacht werden und damit letztlich auch das sein, was hier heute sicherlich schon häufig diskutiert worden ist, nämlich eine Art Katalysator für die Internationalisierung, für transdisziplinäre Lehre, für forschungsorientierte Lehre. Teilen Sie das? Ja, bei uns, weil auch das Thema ja die andere Frage mehr praxisrelevant. Für mich ist nicht die Strategie das vielleicht das richtige Wort. Wir haben bei uns einen Hochschulentwicklungsplan, was auch sicherlich kein besseres Wort ist, aber der genau in dem Zeitraum entstanden ist, wo wir auch die Selbstreflexion uns überlegt haben. Und unser Hochschulentwicklungsplan trägt jetzt die Überschriften international, interdisziplinär und digital. Und somit haben wir diese 3 unterschiedlichen Querschnittsthemen für alle Bereiche unserer Hochschule vereint unter einem Hochschulentwicklungsplan. Für mich ist es mehr nicht die Frage der Strategie, sondern habe ich ein Ziel, eine Vision einer Hochschule und kann ich meiner Hochschule klar machen, dass wir uns mit verschiedenen Maßnahmen, konkreten Maßnahmen, uns auf diesem Ziel zubewegen. Strategie ist, glaube ich, für das Alltägliche an Hochschule manchmal etwas zu theoretisch. Und ich glaube, der Transfer von diesem theoretischen Konstrukt der Strategie runter auf verständliche, für den einzelnen Lehrenden nachvollziehbar und umsetzbaren To-Dos, glaube ich, ist ganz entscheidend, weil sonst diese Strategie eben nicht nach unten durchkommt. Und das ist, glaube ich, eine wesentliche Aufgabe, mehr die Transferaufgabe von dem Zielfokus über die Strategie, die man im Hinterkopf hat, aber diesen Transfer auf den einzelnen Lehrenden runterzubrechen. Darf ich trotzdem noch eines auf der Strategieebene nachfragen? Wenn Sie in Ihrer Hochschule verkünden, Digitalisierung ist eine weitere Herausforderung für uns, oder wenn Sie verkünden, Digitalisierung ist Teil der Lösung, um unsere bestehenden Herausforderungen zu bewältigen, für welche Aussage kriegen Sie mehr Mehrheiten? Für keine. Für keine. Weil für mich sind beide Aussagen nicht so konkret, dass sie für unsere Hochschule passen, für das Ziel unserer Hochschule, für das Profil unserer Hochschule. Für eine Aussage ist, wir bilden exzellente Absolventen aus und die werden in einer zukünftigen digital geprägten Gesellschaftsberufswelt agieren und sollen stolz sein darauf, was sie für eine exzellente Ausbildung erfahren haben, auch digitale Kompetenzen. Dafür würde ich Zustimmung bekommen. Die anderen beiden sind zu generisch, sodass sie von unserer Hochschule, wie hatten Sie gesagt, Applaus bekommen? Also da würde ich Zurückhaltung bekommen. Frau Ghetto, Sie hatten eben gezuckt, als es um die Frage ging, oder?
wir haben ja zuvor gesprochen über die Frage, bei welcher Frage habe ich denn gezuckt? Ihre Meinung? Über die Digitalisierungsstrategie oder Digitalisierung als genau. Bestandteil aller Hochschulstrategien. Sie hat genau, das, genau. Das finde ich nämlich tatsächlich eine wichtige Frage. Und ich habe auch gemerkt, während wir diskutieren, wird die Frage, die vom Publikum gestellt wird, ja auch immer noch weiter hochgevotet. Also irgendwie haben wir es anscheinend noch nicht beantwortet. Könnte man so denken. Ich glaube, dass es tatsächlich einerseits, wenn wir Digitalisierung additiv betreiben, und ich glaube, darauf zielt diese Frage ab, also das brauchen wir überhaupt, eine Digitalisierungsstrategie, und müsste es nicht einfach Bestandteil aller Strategien sein, da ist ganz viel Wahres dran. Und ich glaube auch, dass wir Digitalisierung nicht additiv betreiben können, wenn wir sagen, wir leben in einer von Digitalisierung durchdrungenen Welt und es müsste eigentlich selbstverständlich sein. Und gleichzeitig ist aber der Veränderungsprozess an den Hochschulen ja trotzdem projektartig zu organisieren. Und dann sind wir aber wiederum damit, dass wir eben eine Parallelwelt schaffen, in der auch Konsens da ist, in der es Arbeitsgruppen gibt und so weiter. Aber dann wirklich tatsächlich wieder den Schritt hinzubekommen, strukturelle Veränderungen zu betreiben, Mut dazu zu haben, tatsächlich im System dann etwas zu ändern, das ist dann halt eben wieder so eine große Herausforderung, denke ich. Also ja, einerseits, wir brauchen Digitalstrategien, und gleichzeitig, es sollte aber nicht damit enden, dass man es eben als Parallelwelt additiv betreibt. Wäre mein Gedanke. Wahrscheinlich kämen wir überein zu sagen, um Geschwindigkeit in den Prozess reinzubringen, brauche ich einen separaten Strategieprozess, der darüber nachdenkt, wie er Digitalisierung in die Hochschule bringt. Aber das ist ja kein Selbstzweck, sondern es ist ein Mittel zum Zweck, um eben Internationalität, Diversität oder Ähnliches voranzutreiben. Aber ohne diesen separaten Prozess wahrscheinlich die Geschwindigkeit zu langsam wäre meine These. Ja, aber ich glaube, ein Teil der Schwierigkeit eines Strategieprozesses ist, dass er immer Strategieprozess bleibt. Und deshalb will ich mal auf die 25 Votes beantworten. Das hätte ich. Kann die Technik die 26 Votes mal rausnehmen, damit die 25 Votes jetzt. Wir beantworten zwar noch keine Frage. Warum sprechen wir immer noch über Strategien und nicht über Praxis? Genau. So, das ist der Bogen. Und da gibt es auch ein schönes Beispiel aus Braunschweig. Entschuldigung, will ich jetzt wieder Braunschweig sagen? Das ist das, was ich kennengelernt habe. Da wurde viel darüber gespekuliert, welche strategischen Felder und alles war hochkomplex und hochaggregiert und hochgenerisch. Und dann saß da plötzlich der Vizepräsident der Forschung und sagt, wir sind gerade dabei, einen neuen Studiengang zu entwickeln. Der ist Elektrotechnik plus IT plus Materialwissenschaft oder irgendwas war es. So, also aus drei Fächern. Und das ganze Schwierigkeit war, wie kriegt man die Lehrinhalte aus drei Fächern so in den neuen Studiengang? Der hat keinen einzigen Bogen zur Digitalisierung geschlagen. Und das wäre doch ein ganz klassischer Modellfall, wo man das, was man groß für die ganze Hochschule diskutiert, man in einem kleinen Projekt, was ohnehin ansteht, durchbuchstabiert. Ja? Also von wegen Praxis. Ich glaube, es ist wichtig, irgendwann mal runterzubrechen, zu sagen, was haben wir denn jetzt vor der Brust an ganz konkreten Projekten? Und da probieren wir es mal aus, im Kleinen, um zu sehen, welche Erfahrungen machen wir damit, damit wir dann wieder die große Debatte befruchten können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diesen iterativen Prozess in eine Strategie mit einbezieht. Ja. Also an dem Konkreten wird auch die Herausforderung natürlich viel greifbarer als an diesem Abstrakten. Ne? Und wenn es also um die konkreten Dinge geht, das hat sich auch in Stuttgart gezeigt, dann wurden plötzlich alle involviert in die Diskussion, weil das vorstellbare Probleme waren, die sie jeden Tag im Hörsaal hatten. Frau Emes, jetzt hätte ich vielleicht fragen wollen, wie Digitalisierungsstrategie und Internationalisierungsstrategie bei Ihnen zusammenpassen. Ich glaube, das ist eng verzahnt. Jetzt frage ich lieber, wie Digitalisierung und Internationalisierung zusammenpassen, damit wir praxisrelevante Beispiele kriegen und nicht auf der Strategieebene stehen bleiben. Das ist bei Ihnen aber eng. Das eine ist ein Teil des anderen, richtig? Das nicht. Okay. Ich bin zwar Vizepräsidentin für Internationalisierung und Digitalisierung, das allerdings vor dem Hintergrund, dass beides Querschnittsbereiche sind. Beides sind Bereiche, die Zukunftsthemen darstellen. Beides Themen auch, die mit Verantwortung zu tun haben, Bereiche, in denen wir gerade einen sehr großen Umbruch in der Gesellschaft erleben. Beides Bereiche, die auch eine Art des Enablements, Neudeutsch, also irgendwie eine Kultur der Ermöglichung bedeuten und die wichtig sind, also für die Frage, wo wollen wir stehen, was sollen unsere Absolventen mitbringen, was soll die Forschung unterstützen, dass das da mit reinspielt. Ich möchte aber nochmal an dem Vorangesagten ansprechen. Ich bin auch der Meinung, also Digitalisierung sollte nicht um der Digitalisierung willen passieren. Und wenn wir
von Strategie sprechen. Ich komme aus den Wirtschaftswissenschaften, deswegen ja, strategisch muss auf jeden Fall vorgegangen sein, aber strategisches Vorgehen heißt ja nicht einfach, dass man von oben etwas vorgibt, um das dann umsetzen zu lassen, sondern vielmehr ist es ein mittel- bis langfristiger Verhaltensplan. Und der, da greife ich jetzt darauf zurück, wie gehen wir an der Bauhaus-Universität vor, wie haben wir es im Bereich Internationalisierung schon gemacht und wie machen wir das jetzt im Bereich Digitalisierung, bedeutet, dass wir sowohl top-down als auch bottom-up vorgehen. Wir haben eine ganze Reihe von Einzelprojekten, die beispielsweise hervorgegangen sind aus dem Qualitätspakt Lehre, Programm des BMBF aus Aufstieg durch Bildung. Da ist die Digitalisierung bei uns sehr weit vorangekommen. Und wir haben, das wäre also das, was mehr so von unten herauf, also bottom-up passiert. Haben Sie zwei kleine Beispiele? Zum Beispiel haben wir ein E-Lab, ein E-Learning-Labor aus diesen Projekten heraus aufgebaut, finanziert, eine Juniorprofessorin zum Thema Instructional Design eingerichtet, die den gesamten Digitalisierungsprozess in der Lehre auch didaktisch begleitet. Also das wäre ein Beispiel, was auch durch diese Projekte also gewissermaßen bottom-up entstanden ist, neben all den vielen Aktivitäten, die die Professoren bei uns in der Lehre einsetzen. Zum anderen gibt es aber auch von oben Impulse, einerseits von uns als Hochschulleitung, dass wir Anreizsysteme schaffen, dass wir ein Innovationsfreisemester, also zumindest eine Teilfreistellung für die Lehre ermöglichen, also 50% Deputatsreduktion für ein Semester, wenn denn neue Lehrformate auch im Bereich der Digitalisierung entwickelt werden. Zum Zweiten ist unsere Thüringer Landesregierung sehr stark im Bereich der Digitalisierung engagiert. Wir haben eine Digitalstrategie, nicht nur für das Land, sondern auch speziell für die Hochschullehre, an der wir als Universität auch mitgearbeitet haben. Und da sind jetzt Formate daraus hervorgegangen, zum Beispiel, dass ein E-Teach-Netzwerk in Thüringen an der Bauhaus-Universität Weimar etabliert wurde, das im Bereich der Didaktik thüringenweit unterstützt. Daneben gibt es Formate mit dem Stifterverband zusammen, Fellowships für die digitale Lehre, die aus diesem Digitalprogramm des Landes hervorgegangen sind. Es gibt eine Ausschreibung des Ministeriums für Curricula der Zukunft. Also alles von oben eingerichtete Programme, die dazu beitragen, die Digitalisierung voranzutreiben. Und ja, unser Ziel, den Bauhaus-Gedanken, das ist das besondere Profil, was wir an der Bauhaus-Universität Weimar haben, auch vorzuleben. Also vor 100 Jahren war es die Industrialisierung, die brennenden Fragen der Zeit gestellt hat. Heute ist es gewissermaßen auch die Digitalisierung. Das heißt nicht nur, dass wir digitale Techniken anwenden müssen, in der Lehre die Infrastruktur haben müssen, sondern uns auch in der Lehre damit auseinandersetzen, in der Forschung und auch kritische Fragen zu Gesellschaft und Digitalisierung stellen. Und wir haben zum Beispiel, da passt dieses Beispiel aus Braunschweig, was Sie gerade nannten, Herr Meier-Guckel, ganz gut. Wir haben auch einen Studiengang über zwei Fakultäten hinweg etabliert, Digital Engineering. Also da sind auch die Inhalte digital und das Ganze wird auch digital unterstützt. Also das sind alles Bereiche, die in den Strategieprozess Digitalisierung bei uns mit hineinspielen. Ich würde noch mal zum Stichwort Anreize kommen wollen. Wenn Sie jetzt auf die Vergangenheit in Dresden, diesen Prozess gucken, gibt es bestimmte Anreize, die Sie als Hochschulleitung gesetzt haben, Deputatsminderungen oder ähnliches, vielleicht auch noch kreativere Anreize, um wirklich Dynamik in den Prozess zu kriegen? Was sind Dinge, die Sie den anderen auf den Weg geben können, um einen positiven Anreiz für den Prozess zu schaffen? Also direkt aus der Peer-to-Peer-Beratung heraus war es nachher so, wir saßen zusammen mit dem Rektor und haben gesagt, lass uns Incentives überlegen, und wir haben ein Förderprogramm für innovative Lehrformen aufgesetzt und dort auch gesagt, dieses ist kein Fonds, der nach oben gedeckelt ist, er hat keine Laufzeit, er ist permanent. Das waren für mich wichtige Parameter, also zu sagen, Lehrformen werden gefördert, es gibt hier nicht ein Deckel obendrauf, also monetärer Art, und man kann sich nach Möglichkeit immer dementsprechend bewerben. Und überraschend war es dann schon, wir haben 24 Anträge jetzt bekommen, was
was okay ist, also wo ich sehr zufrieden... Aus Studiengängen heraus oder auch von andere? Lehrenden, von der Sprachlehrerin bis auf einmal einem interdisziplinären Gruppe über drei Fakultäten, sehr bunt gemischt aus Design, aus Wirtschaftswissenschaften, aus Engineering. Und die fördern Sie mit Sachmitteln im Endeffekt? Wir fördern die mit einem niederschwelligen Betrag bis zu 2000 Euro. Den hat auch komischerweise jeder genau beantragt, also es war auch immer sehr passgenau. Und wir entscheiden noch darüber, wir gucken uns die an, aber der Wille ist da, genau diese 2000 Euro den Leuten zu geben, die etwas bewegen wollen. Und damit habe ich hier ein Momentum innerhalb der Fakultäten, wo auf einmal sichtbar wird, diese Lehrenden wollen etwas bewegen, diese Lehrenden haben hier eine Idee, wir machen das jetzt, übermorgen haben wir bei uns Tag der Lehre, einen Austausch zu diesen Lehrformaten, sodass man sagt, ach guck mal, der will das jetzt machen, da hätte ich ja auch Interesse, also ich bekomme durch diese Formate eine Kommunikationsbewegung rein. Und somit ist Lehre oder innovative Lehre auch zu Digitalisierung auf einmal so Gesprächsthema. Man darf drüber reden, man soll drüber reden, man kann sich darüber austauschen und dabei wird es dann zudem noch gefördert. Also das haben wir aus der Peer-to-Peer direkt sozusagen auf der Umsetzungsebene rein praktisch umgesetzt. Bewusst einen niederschwelligen Betrag. Und wir mussten 1 bis 3 Seiten Antrag schreiben. Also das ist machbar. Ihre Fragen sind so gut, dass ich da jetzt zwischendurch reingehe, obwohl ich ja eigentlich bis zur Mitte der Diskussion warten sollte. Vielleicht Frau Ghetto und Herr Meyer-Guckel, beide, die den Prozess begleitet haben. Was macht man mit einer Hochschulleitung, die digitale Transformation nicht oder nur sehr halbherzig angehen will? Also wir hatten die Situation, Präsident kommt rein, Kommission tagt fröhlich und Präsident sagt, es ist alles schöne Sache, aber wissen Sie, wir arbeiten hier an der Exzellenzinitiative und haben Sie bitte Verständnis, dass unser Fokus in der nächsten Zeit darauf liegt, danke geht. So, was mache ich als Kommission, als Peer-to-Peer-Gruppe, ja, wenn ich einer solchen, ja auch verständlichen, ja, ich will das gar nicht werten, aber verständlichen Orientierung gegenüberstehe, auch gerade weil auf der einen Seite dicke zweistellige Millionenbeträge winken und auf der anderen Seite 2000 Euro ausgeschüttet. Ich bin jetzt ein bisschen gemein, ja, aber was kann ich machen, wenn ich solchen Stolpersteinen wie Commitment der Hochschulleitung oder Mangel, also geringeres Commitment, andere Orientierungen der Hochschulleitung ausgesetzt bin. Fällt Ihnen was ein oder soll er erstmal? Ja, jetzt gucken Sie mich schon so an, deswegen, ich überlege gerade, also ich meine, es hilft ja schon, wenn man mit so einer großen Delegation kommt und wenn da entsprechende Player dabei sind, hilft es ja auch. Aber klar, was macht man mit einer Hochschulleitung? Ich verfolge die Frage da auch schon die ganze Zeit und habe mich gefragt, was meint der Frager denn, was man machen soll? Das kann man vielleicht gleich auch nochmal überlegen, aber tatsächlich... ich glaube, es funktioniert eigentlich nicht. Also Strategieentwicklung funktioniert nicht, wenn es kein Commitment von oben gibt, weil Strategie ist tatsächlich, also ja, es gibt Ansätze, die dann bottom-up mitnehmen und so weiter, aber Strategie ist in meiner Perspektive ein Thema des Managements, der Hochschulleitung. Das heißt, wenn man nicht Player in der Leitungsebene hat, die das stützen, hat man eigentlich tatsächlich für einen Strategieprozess schlechte Karten. Denke ich. So, das heißt natürlich nicht, dass es nicht auf anderer Ebene Maßnahmen, Projekte, Initiativen geben kann, die durchaus ihre Wirksamkeit haben. Aber dann haben Sie Maßnahmen, dann haben Sie verschiedene Projekte, dann haben Sie vielleicht auch einen bunten Flickenteppich, der sehr viel bewirken kann, sehr viel funktioniert, aber Sie haben im Grunde genommen keine Strategieentwicklung. Ich fürchte, ich bin der gleichen Meinung. Das ist ja schrecklich. Ich glaube, irgendein Commitment aus irgendeinem Teil der Hochschulleitung muss es geben. Es muss nicht immer der Präsident oder die Präsidentin sein, aber es muss dann ein engagierter Vizepräsident oder Vizepräsidentin sein, die das Thema vorantreiben. Was ja bei uns auch quasi Bedingung ist, überhaupt genau. Die Hochschule aufzunehmen, richtig. In den Peer-to-Peer-Prozess. Also das ist ja, deshalb sagen wir ja, Hochschulleitung muss beteiligt sein. Und das hat ja auch einen guten Grund, sonst, glaube ich, verpufft auch vieles. Ich bin schon, aber auch, ich weiß natürlich auch realistisch, dass ein
Hochschulpräsident oder Präsidentin eher an so einer Exzellenzinitiative interessiert ist. Ich sage da natürlich auch immer, die nächste Ausschreibung zum Qualitätspakt Lehre wird auch kommen und da wird Digitalisierung möglicherweise eine große Rolle spielen und da kann man auch viel Geld bekommen und möglicherweise auch bei der nächsten Exzellenzinitiative. Ja. In der ersten Runde sind alle von der Genderfrage überrascht worden, in der zweiten Runde von der Internationalisierung und von der Transferfrage, ja, die sie überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Plötzlich haben sie alle das Transferaudit gebucht. Ja. Und so wird das auch mit Digitalisierung sein in der nächsten Runde vielleicht. Und wenn man da nicht vorbereitet ist auf sowas oder erstmal einen langen Prozess braucht, um die Fragen zu beantworten, die gestellt werden, dann kann das durchaus nach hinten losgehen. Und interessanterweise ist es ja gerade in der Forschung eigentlich am selbstverständlichsten, dass man sich mit digitaler Entwicklung sowohl als Forschungsgegenstand als auch als Forschungsinfrastruktur weiterentwickelt. Insofern kann man ihn möglicherweise auch dort abholen. Aber es ist, glaube ich, ganz ohne Commitment geht es nicht. Ich würde vielleicht noch eines ergänzen. In dem Prozess, den ich begleitet habe, hat es sehr geholfen, an der Stelle das zu trennen, dass eine Digitalisierungsstrategie nicht nur E-Learning ist. Da war irgendwie so in den Köpfen, das handelt sich um E-Learning. Und dadurch war das so klein, ja, und gesagt, ja, wir machen aber keine Online-Lehre und deswegen so. Aber das erstmal auf eine andere Ebene zu heben und genau eben diese Fragen zu stellen, wo spielt Digitalisierung denn in der Exzellenzinitiative in den Anträgen eine Rolle? Oder wo spielt jetzt für eine großstädtische Hochschule Digitalisierung bei einer heterogenen Studierendenschaft eine Rolle? Und dann kamen wir in eine Diskussion rein, die auch die Aufmerksamkeit der gesamten Hochschulleitung und nicht nur der Überzeugungstäter hatte. Aber da war das Wort E-Learning war irgendwie so ein bisschen tödlich für die Diskussion. Ja, das schränkte das so ein und packte das in eine Sub-Ecke. Ich will jetzt mal anfangen, ein Stück nach vorne zu gucken. Und Sie beide, Frau Emes und Herrn Sonntag, unterscheidet eines. Ja, er hat es hinter sich, Sie haben es noch vor sich. Wenn Sie jetzt mal auf den heutigen Tag gucken, ja, die Diskussionen, den Markt der Möglichkeiten und Ähnliches, was haben Sie jetzt mitgenommen? Was werden Sie mitnehmen, wenn Sie in Ihrer Hochschule irgendwann jetzt im Frühwinter, wann immer das bei Ihnen jetzt losgeht, diesen Peer-to-Peer-Beratungsprozess starten? Gibt es da so zwei, drei Dinge, wo Sie sagen, da bin ich heute klüger, als ich vorher war? Zunächst muss ich voranstellen, ich habe heute noch nicht sehr viel mitnehmen können, weil ich aufgrund eines anderen Termins erst später angereist bin. Aber ich habe schon eine sehr interessante Session zum Thema Anreize für Lehrende mitgemacht und dort auch einiges mitgenommen. Wie soll es weitergehen? Wie können wir Leute mit ins Boot holen? Und was ich aus den Diskussionen, die ich jetzt in der Kürze der Zeit habe führen können, gemerkt habe, also einerseits gibt es Punkte, wo ich glaube, dass wir schon ganz gut dastehen, nämlich zum einen, dass wir nicht nur über die bestehenden Strukturen gehen, über Senat, Ausschuss für Studium und Lehre etc., sondern dass es ganz wichtig ist, viele Player mit ins Boot zu holen, um dieses Thema nicht von oben herab anderen aufzuoktroyieren, sondern mit andere einzubeziehen. Und da haben wir jetzt beispielsweise eine AG für digitale Lehre gebildet, die aus verschiedenen Bereichen sich zusammensetzt, aus allen Fakultäten sind Vertreter dabei. Das sind aber auch welche, die der Digitalisierung sehr offen gegenüberstehen, die sehr aufgeschlossen sind, aber auch aus den Dezernaten Studium und Lehre, Internationalisierung, Forschung aus der Bibliothek sind Leute dabei, um jetzt nicht nur den Fragekatalog, die Selbstdokumentation mit zu beantworten, sondern auch dieses Thema Digitalisierung weiter zu diskutieren. Zum anderen haben wir eine Befragung von Lehrenden, von insgesamt sogar 30 Lehrenden, von Professoren durchgeführt, erstmal nur auf Professorenebene, wie sie die Digitalisierung, das bisher durchlaufene, einschätzen. Und haben da schon mal ein sehr gutes Bild bekommen und haben auch gemerkt, dass das Gespräch zu führen schon weiterführt. Also das ist etwas, was einerseits eben ich aus der Erfahrung in Weimar mitbringen kann, aber was auch hier heute unterstützt, also sich auszutauschen mit anderen, auch diese Selbstdokumentation zu beantworten, das bringt schon weiter. Und das ist ein richtiger Gewinn für uns als Universität. Welche drei Lessons learned, Herr Sonntag, würden Sie, Frau Emes, mitgeben? Ich beschränke mich auf zwei. Okay. Das erste, bei dir weiß ich, du hast ein starkes Commitment. Das darf ruhig die ganze Hochschulleitung auch tun. Also das ist ein Lessons learned, eine Verstärkung. Und das zweite, ganz viele Einzelmaßnahmen zu überlegen und durchzuführen, damit Lehre und Digitalisierung
so Talk of Town ist. Also an jeder Ecke, an jedem Tag finde ich irgendetwas, was mit Lehre und Digitalisierung zu tun hat. Da ist es mal der Tag der Lehre, da ist es mal eine Förderung, da ist es mal ein Meeting, ein Arbeitskreis etc. Also das Thema Lehre in allen Nuancen spielen auf verschiedenen Kanälen. Und wenn man meint, es ist zu viel, dann muss man überlegen, ob es zu viel ist, aber meistens ist es nur die eigene Wahrnehmung, weil man hat garantiert noch ein, zwei Leute noch nicht erreicht und dann muss man überlegen, welches Format man vielleicht noch überlegen kann. Also ich glaube, dass die Wahrnehmung, wir hatten das heute früh auch, generell Stellenwert von Lehre, dass das sicherlich etwas ist, wo die meisten Hochschulen in Deutschland noch ausbaufähig sind. Und wenn der Stellenwert von Lehre steigt, steigt automatisch auch das Thema Digitalisierung in der Lehre etc. Also Gesprächsthema werden. Finde ich einen spannenden Punkt. Über einen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, über eine Gruppe, die Studierenden. Hier taucht jetzt die Frage auf, wie werden die Studierenden den Wandel zur digitalen Hochschule eingebunden? Teilweise sind sie kompetenter, ein Fragezeichen dahinter. Gibt es da Erfahrungen aus Ihrer eigenen Hochschule, Frau Ghetto, oder aus dem Peer-to-Peer-Prozess, wo Sie sagen, das war wirklich zielführend, um Studierende zu beteiligen und auch also konstruktiv zu beteiligen, ja? Also die wirklich diejenigen, die mitgestalten wollen? Haben Sie da auf die bewährten Gremien, AStA-ähnliche Vertretungen, Fakultätsräte zurückgegriffen oder wie haben Sie diejenigen identifiziert, die mitmachen wollten und wie haben Sie die eingebunden? Also in Stuttgart hat mich das tatsächlich beeindruckt, die Studierenden, die da jetzt dabei waren, wie die ausgewählt wurden, das habe ich jetzt so nicht mehr auf dem Schirm, waren glaube ich auch nicht alle von der Uni Stuttgart, aber sie waren sehr engagiert in dem Thema drin und ich habe sie irgendwie auch gerade so für die Reflexion verschiedener Themen als ungeheuer hilfreich an der Stelle empfunden. In Duisburg-Essen sind die Studierenden am Strategieprozess in dem Sinne, dass sie sind sie insofern nicht aktiv beteiligt, dass sie jetzt nicht in der E-Allianz mit dabei sitzen. Aber die Studierenden sind durchaus beteiligt über Gremien, in denen entschieden wird, wofür denn zum Beispiel Geld für Projekte im Kontext der Digitalisierung ausgegeben wird. Es gibt studentische Wettbewerbe zu der Frage, naja, wie sieht denn für euch das hier aus auf dem Campus in der Zukunft? Was braucht ihr eigentlich in dem Themenfeld? Also ich finde die Rolle der Studierenden als Treiber und dann wieder für den Strategieprozess eigentlich nicht so bedeutsam wie beispielsweise die der Hochschulleitung, weil es ist eben ein Thema, wo die Studierenden als Resonanzkörper sozusagen sehr, sehr wichtig sind, aber sie sind eigentlich keine Strategietreiber. Und dennoch sind sie ja diejenigen, für die man es am Ende macht. Das heißt, man muss sich schon mitdenken, mit einbeziehen an manchen Stellen. Und ich glaube aber, das ist auch von Universität zu Hochschule zu Universität wieder sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn Sie jetzt jemanden von der RWTH hier oben sitzen hätten, der würde sagen, ganz wichtige Zielgruppe, ganz wichtig und auch ganz wichtige Treiber für den Strategieprozess. In Duisburg-Essen sagen wir, nee, ist bei uns aber nicht so. Also ich hatte ganz bewusst die Reihenfolge genommen, weil ich ahnte, der Mayer Guggel, der kämpft nämlich auch immer sonst für Studierenden Stimmen in den Gremien, auch im Hochschulforum. Ich will Sie aber trotzdem noch mal so ein Stück provozieren. Wir haben vor einem Jahr eine Umfrage gemacht und auch die Einstellung Studierender zur digitalen Lehre erhoben. Und das Ergebnis haben wir damals zusammengefasst, Studierende essen, was auf den Tisch kommt. Also ja, war es traditionelle Lehre, ja, waren Sie zufrieden mit traditioneller Lehre, war es digitale Lehre, waren Sie zufrieden mit digitaler Lehre, war es Flipped Classroom, waren Sie zufrieden mit Flipped Classroom. Also Sie sind im Positiven sehr weit mitgegangen mit dem Angebot, was engagierte Lehrende Ihnen machten. Sie waren aber nicht der Treiber der Veränderung, das konnten wir damals zumindest nicht feststellen. Nun geht es darum, wie binde ich Sie in einen Strategieprozess ein, der ja Veränderung treiben soll. Also Sie werden nicht der Treiber sein. Genauso können Sie Professoren fragen, ja, wer denn digitalisieren und wer damit was anfangen kann und 90% werden sagen, kann ich nichts mit anfangen und trotzdem binden Sie ihn ja ein. Ja. Also die Frage ist müßig zu fragen, ist da jetzt eine Bewegung von den Studierenden zu erwarten? Sicherlich nicht. Aber wenn Sie offensiv die Frage stellen, oder nicht die Frage stellen, sondern wenn Sie offensiv einladen, etwa im Sinne einer Competition, nach dem Motto, tell me, wir Lehrenden wollen von euch lernen.
in dieser Frage, dann bin ich sicher, wenn es auch nur 5% der Studierenden sind, aber 5% werden daran teilnehmen. Und das sind die Engagierten und dann können Sie aus denen noch die besten sozusagen strategischen Köpfe auswählen, um sie am Strategieprozess zu beteiligen. Und das halte ich für ganz wichtig, um sowas wie eine Bewegung hervorzurufen. Also ich, für den Strategieprozess sehe ich zwei essentielle Bedingungen. Erstens, die Studierenden müssen Teil des Ganzen werden. In Braunschweig sind sie es gewesen und ich muss sogar sagen, sie, also ich nehme sie jetzt mal auch als fast noch Studierender, ja, obwohl sie natürlich Teil einer Projektgruppe sind, die dafür bezahlt wird. Aber das sind junge Menschen, die sich sozusagen als Speerspitze verstehen für den Prozess. Das ist zu wenig, weil am Ende müssen sie nämlich die Dekane und die Leitungen einbeziehen, aber es ist ganz wichtig, dass sie sozusagen auch einer der Treiber sind. Also das ist der erste wichtige Punkt. Und das zweite ist für mich, vielleicht nochmal ein bisschen erweitert jetzt diese Frage, absolute Dezentralität. Jede Fakultät, jeder Lehrende wird eine andere Antwort finden auf die Frage, wie kann mir Digitalität nutzen und wie kann meine Verwendung von Digitalität der Hochschule nutzen. Und das ist wichtig, dass jede Fachkultur eine eigenständige Antwort darauf finden muss. Das ist übrigens auch ein gutes Beispiel aus Aachen, da hat der Rektor gesagt, ne? Jeder gibt mir mal einen Vorschlag, wie seine Fakultät 20% der Studienanteile digitalisieren kann. Der eine macht ein Labor, der andere macht ein E-Learning-Konzept, der dritte macht Propedeutik, der vierte macht irgendwas anderes, ein Game oder sonst was. Es wurde jedem überlassen, aber durch diese extreme Heterogenität der Ansätze ist auch viel Akzeptanz erzeugt worden. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Weimarer Ansatz. Wenn ich da direkt was zu sagen... Dürfen Sie, und dann machen wir die Abschlussrunde. Aber Frau Ehme, Sie haben das Wort. Kurz, also, absolut. Ich unterstütze das, also dass die Studierenden ein ganz wichtiger Part in diesem Bereich sind. Das sehen wir auch aus unseren Absolventenstudien beispielsweise. Die Studierenden wünschen sich eine durchgehende Medienanbindung. Die wünschen sich einheitliche Kommunikationswege. Und die Studierenden engagieren sich in Gremien, die werden nicht nur, weil wir in Thüringen jetzt ein neues Thüringer Hochschulgesetz mit Viertelparität haben, die werden in vielfältiger Weise eingebunden und nehmen das auch gerne wahr. Also insofern kann ich das nur unterstreichen, was Herr Meyer-Gugel gesagt hat. Also wir machen jetzt in einer Abschlussrunde noch mal ganz ins Konkrete, aber ich habe jetzt mitgenommen, erstens, oder was ich gelernt habe hier auf dem Podium, die Digitalisierungsstrategie ist ein Mittel zum Zweck und nicht Selbstzweck und sie muss verankert werden in anderen strategischen Prozessen. Zweitens, je mehr Praxis und je weniger abstrakte Strategie, desto greifbarer und besser. Ich pauschalisiere jetzt ein bisschen. Drittens, es muss Anreize geben. Ich wollte noch mal einen ganz extremen einwerfen. An der EPFL in Lausanne hat der Präsident mal gesagt, beim Tenure-Track zählt ein MOOC so viel wie eine Nature-Publikation. Irgendwie sowas hat er das ja in Relation. Einfach nur noch mal, um klar zu sagen, ja, es gibt eben nicht nur Publikationspunkte. Wir erkennen auch an, wenn jemand digitale Bildungsprodukte generiert. Dann Ihr Punkt zum Gesprächsthema machen. Ja, also diesen Prozess wirklich als Talk of the Town in der Hochschule verankern, unter anderem auch durch Anreize. Dann die neuen Strukturen breit verankern, also Gremien finden, das war, glaube ich, Ihr Punkt eben auch nochmal, in denen wir breite Partizipation ermöglichen und das dann auch unter Einbezug der Studierenden. Ich würde gerne zum Abschluss ganz knapp nochmal wissen, wenn Sie einen Quick Win aus der Digitalisierung sich vom Baum pflücken mussten, also so eine dieser niedrig hängenden Früchte, irgendwas, was Sie schnell umsetzen könnten. Sie hatten jetzt eingangs schon mal ein Beispiel genannt, was Sie also mit dem Anreizsystem und den 2000 Euro und dem Pool, was Sie sofort aus dem Peer-to-Peer-Bereich mitgenommen haben. Deswegen fange ich vielleicht mal bei Frau Ehmes an. Wenn Sie sich so jetzt in Ihrer Vorstellung heute, was Sie sich wünschen, wo Sie wirklich nach dem Prozess rausgehen, sagen, das mache ich mal sofort. Haben Sie da schon eine Idee? Also mache ich mal sofort, ist jetzt schwierig. Was ich mir wünsche, wäre Nachhaltigkeit. Wir haben eben, ich habe die BMBF-Projekte erwähnt, wir haben sehr viele Förderformate, da ist beispielsweise unser E-Learning-Labor, da ist die Juniorprofessur daraus hervorgegangen. Die Frage ist, wie geht es weiter, wie können wir das verstetigen, wie können wir auch die guten Leute, die in diesem Bereich aktiv sind, halten?
Das wäre also eine Sache. Und sonst, was kann ich direkt umsetzen? Wir haben morgen einen neuberufenden Tag, den wir erstmals durchführen werden. Also alle neuberufenden Professoren kommen zusammen und dass wir da auch auf das Thema Digitalisierung eingehen werden. Und da hatten wir heute Morgen schon dazu berichtet. Ja, also jeder Neuberufene wird verpflichtet in der Berufungsvereinbarung auch Fortbildungen zur digitalen Lehre zu machen, sich mit neuer Pädagogik im Hörsaal auseinandersetzen. Das wäre was, was Sie morgen gleich denen erzählen könnten. Ja, ja, die würden sich alle freuen. Hätten Sie noch die Forschung gibt es dann hier. Also hätten Sie noch so einen Quick Win für uns, Frau Ghetto? Etwas, was ich direkt umsetzen will oder was ich jetzt heute so mitgenommen habe? Ja, also oder was Sie entweder in Duisburg oder das nächste Mal, wenn Sie Peer-to-Peer, also wenn Sie Expertin sind, gerne sozusagen denen mit auf den Weg geben würden, sagen, Mensch, morgen, macht. Also das ist nichts für morgen, aber was man vielleicht morgen in Gang bringen kann, weil ich glaube auch, dass man eher da doch ein bisschen langfristiger denken muss, aber wirklich, also tatsächlich ein kluges Narrativ für die Zielvorstellung zu finden, also eins, was zur Hochschule passt und wo eben Digitalisierung eben das Instrument ist und wo es halt nicht so im Vordergrund steht, aber wo halt ganz klar ist, was wollen wir erreichen und wo ist Digitalisierung da das Instrument und da eben eine gute Geschichte für die eigene Hochschule zu finden und dann eben kann man die Kommunikation, glaube ich, auch noch mal viel leichter betreiben. Also das ist etwas, wo ich heute mehrfach drüber nachgedacht habe oder mit Menschen gesprochen habe. Sie hatten jetzt ja Ihren 2000-Euro-Fund schon, aber haben Sie noch einen zweiten? Ja, ich würde darauf eingehen, okay. Das Narrativ, aber vielleicht mit einem externen Erzähler des Narrativs, weil das ist auch noch mal ganz wichtig bei der Peer-to-Peer-Beratung, der externe Input, der externe Erzähler, der noch mal die Außensicht der Hochschule, weil den eigenen in der Hochschule glaubt man nicht und deswegen der Erzähler dieses Narrativs von außen ist, wäre für mich ein Hauptlearning daraus. Sie haben das vorletzte Wort und dann das letzte hinterher. Von dem Außen zum Innen. Ich glaube, es ist ein relativ einfacher Prozess, mal eine Frage zu stellen in das Innere einer Hochschule. Und die Leitfrage müsste lauten, wie können digitale Technologien mein Leben erleichtern? Als Lehrer, als Forscher, als Administrator. Und was glauben Sie, was die da für Antworten kriegen? Und das sind die Ersten, die mitmachen. Das schließt auch an mein persönliches Lesson Learned an, dass in diesem Quick Win, was ich das nächste Mal auf jeden Fall machen werde, am Anfang erstmal zu sagen, schreibt mir eure ungelösten Herausforderungen auf, über die ihr euch immer schon ärgert, aber noch keine Lösung gefunden habt. Und sich dann aus denen welche raussuchen und zu sagen, bringt Digitalisierung hier eine ganz konkrete Lösung. Und dann waren wir an der Stelle, dass die Expertinnen in dem Prozess Ideen aus ihrem Umfeld hatten und sagten, da habe ich mal was gesehen und da haben wir in Konstanz und da haben wir ich weiß nicht was gemacht. Und das hat die Diskussion in Gang gebracht. Also wirklich das Umdrehen, also beginnend bei dem Ärger der Vergangenheit oder gesagt, das Leben leichter machen oder so und daraus dann die Digitalisierung. Das wäre mein persönlicher Quick Win für das nächste Mal, um den Prozess schneller in Gang zu treten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Tag, für das Mitmachen, für die guten Fragen, für das Kommen. Hoffe, dass Sie jetzt noch gleich bei uns bleiben, weiter diskutieren. Die Woche geht noch weiter. Ich danke ganz herzlich den dreien, Frau Emes, Frau Ghetto und Herrn Sonntag fürs Mitdiskutieren. Und vier von uns dürfen jetzt die Bühne verlassen. Einer bleibt da, der hat das Abschlusswort.